Hallo Bienenfreunde. Heute mache ich ja die Durchsicht bei den Wirtschaftsvölkern, Schwarmkontrolle. Ist ziemlich frisch. Man sieht hier, es scheint geregnet zu haben. Ist noch und die hängen auch noch ab. Also da ist noch nicht viel Aktivität. Was man halt viel hört, sie brummen wie verrückt, also die fächeln. Die hängen auch da. Oh, jetzt werde ich attackiert. Bin ja vor dem Flugloch. Oh ja, hier muss ich fort. Auf jeden Fall ist noch nicht viel Flugbetrieb. Jetzt schauen wir mal. Jetzt kommt aber die Sonne raus. Ich hoffe, jetzt bleibt's erstmal so, damit ich schnell durchschauen kann. Hoffentlich bleibt es bei einer schnellen Durchschau. Hier sind sie auch schwer am Fächeln, weil die haben ja ein kleines Flugloch, relativ klein. So, hier eins von den Top-Bars, was ich gestern durchgeschaut habe. Hier hängen sie auch noch zum größten Teil rum. So, letztes selbe Spiel wie letztes Mal, das wollte ich sagen. Gucken an den Oberträgern nach Spielnäpfchen, Weißelzellen und dann hier unten. Oh, jetzt habe ich die Brille wieder. Oh, aber sieht alles gut aus auf den ersten Blick. Die Sonne blendet mich ein bisschen. Gut, das war's dann auch schon.
Du, ich muss jetzt feststellen, dass die schon ganz schön schwer sind hier beim Zangenheben. Da gucke ich jetzt mal in den Honigraum rein. Duften tut schon mal. Schön weiß verdeckelt. Frische Verdecklungswachs. Der Zwischenbau wird auch schon befüllt. Das war natürlich der erste Honigraum. Der andere, den hatte ich ja untergestellt. Müsste ich jetzt mal anheben und in den unteren gucken. So, jetzt habe ich den oberen abgehoben und hier gucken wir mal in den unteren. Hier ist glaube ich noch Platz. Ich ziehe mal zwei warm. Gefällt mir gar nicht. Ich habe keine Lust, schon Honig zu schleudern. Fokus hier, der hängt auch wieder. Also ein bisschen Luft haben sie noch. Im unteren Honigraum. Ich guck dann nochmal in den oberen. Aber im oberen, da war noch Futter vom letzten Jahr drin. Also es war auch Honig. Aber das ist nicht schleuderbar, weil das fest ist in der Regel. Ich habe da mal ein paar Stellen aufgemacht. Da sieht man, dass das fest oder zähflüssig ist. Das ist altes Futter. Aber die haben oben alles schön zugeknallt. Ich weiß nicht, ob das durch das Untersetzen kommt, dass die dann von oben anfangen, nach unten alles zuzukleckern, voll zu machen, aber scheint so zu sein. Gut, dann muss ich mir was überlegen, wann ich hier und der Honig soweit ist, muss ich mal testen. So, jetzt ist es soweit. Folgt Nummer 1, 2, 3, 4 und Volk Nummer 5 ist in Schwarmstimmung. Da ist der. Bestiftet. Jetzt müssen wir durchschauen. So, den unteren Brutraum habe ich durch. Jetzt muss ich noch den da oben. Wenn ich die Königin finde, kommt die gleich raus, weil die mir eh nicht gefällt, weil die attackieren mich ganz schön hier. Oder die haben mich schon immer attackiert. Ist auf der Stockkarte auch verzeichnet. So, hier haben wir den Drohnenrahmen, schön verdeckelt bis zum größten Teil. Den schneide ich natürlich jetzt gerade aus, wenn ich schon mal da drin bin, dran bin. Dann haben sie auch wieder ein bisschen was zu tun hier. So, hier, das ist so pissig, das Volk. Da habe ich gerade mal die Königin entfernt. Ich glaube, da habe ich jetzt 6 Injektionen gegen Rheuma bekommen. In Schwarmstimmung Nummer 1.
So, jetzt bin ich bei Nummer 4. Der Nachzügler. Da hatte ich ja letzte Woche den Baurahmen ausgeschnitten. Der ist jetzt schon wieder voll ausgebaut. Sieht man schön von unten. Der sticht da heraus in weiß. Haben auch Spielnäpfchen wieder oder immer noch, aber keine Schwarmstimmung. Selbe, wir haben sie auch schön ausgebaut, den Drohnenrahmen, da kann man das auch gut erkennen. Also, als Puzzle dazu. Gut, weiter geht's. So schnell als Nachtrag. Ich habe nochmal hier in den Honigraum reingeguckt von Volk Nummer 4. Also von dem Nachzügler, der Honigraum, der wurde ja so schlecht angenommen, aber jetzt sieht es ganz gut aus. Haben auch schon verdeckelt da, sehe ich. Ich glaube, das war noch ein paar Mittelwände drin. Gut, angenommen. So, bei dem Volk keine Schwarmstimmung. Aber guck mal, was die für Pollen eintragen hier. So, jetzt bin ich bei meinem letzten Wirtschaftsvolk. Das war das, was hier zwischen den Bruträumen nicht so viele Spielnäpfchen hat, sondern oben im oberen Brutraum am Oberträger. Also an den oberen Rähmchen vom Brutraum. Da muss ich jetzt mal gucken. So, da sieht man sie schön, aber es sind alles noch Spielnäpfchen. Da ist nichts weiter ausgezogen oder so, irgendwie so weiß. Sieht ganz gut aus. Das wird da so ein bisschen, mal gucken. Nee, also hier auch keine Schwarmstimmung, war nichts drin in den Näpfchen. Ja, Bilanz von heute, ein Volk in Schwarmstimmung. Hält sich in Grenzen, hätte ich gesagt. Mensch, wer hat's gemerkt? Ich habe doch glatt das Absperrgitter vergessen. Schnell nochmal den Lüfter angesetzt und das Ding dazwischen geschoben. Müssen wir nächste Woche kontrollieren. So, jetzt habe ich durch Zufall festgestellt, dass ich den schwarmtriebigen Volk noch gar keinen zweiten Honigraum gegeben hatte. Das merkt man halt nicht, wenn man immer mit dem Zangenlüfter, aber das heißt immer jetzt die letzten 2-3 Male da benutzt hat. Weil da sieht man das gar nicht, weil ich ja eher die Zangen immer oben drauf habe. Und jetzt setze ich den noch dazwischen, da drunter. So, für heute bin ich durch. Die Topper Hives, wie gesagt, hatte ich ja gestern schon gemacht. Einzige, was Schwarmstimmung hatte, war das hier. Da habe ich jetzt erst festgestellt, dass ich da den zweiten Honigraum noch nicht drauf hatte. Das habe ich jetzt nachgeholt. Die Königin habe ich abgemurkst. Und die aus dem da hinten noch unter festem Verschluss zugesetzt.
Zuckerteig ist schon drin zum Freifressen, aber noch abgeklebt, dass sie so nicht rausfressen können, also freilassen können. Und da gucke ich dann in 2 Tagen nochmal, ob die noch lebt, weil jetzt zu der Jahreszeit hier in Schwarmhochzeit umzuweiseln ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Und kann sein, dass sie in 3 Tage tot ist. Dann muss ich halt dann die Nachschaffungszellen brechen und dann kriegen die nachher eine Zelle. Irgendwas umgelaftet. Mal schauen, wie sich's entwickelt, was ich mache. Ja. Sonst bin ich zufrieden. Die Honigräume füllen sich, waren schon ziemlich schwer jetzt hier. Mal gucken, wollen wir das machen. Die Honigernte. Ja, ich hoffe, bei euch sieht es auch gut aus. Dann danke fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.